Hey, ciao miteinander, willkommen zurück da auf dem Channel und willkommen da bei einem neuen Let's Play da auf meinem Channel. Ja, wir machen heute Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe mich da jetzt mal für Heart Gold entschieden. Und ja, das wird meine allererste Randomized Nuzlocke Challenge. Ich bin gehypt. Ja, das wird doch wundervoll. Zu den Regeln, ja, was soll ich zu den Regeln sagen? Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Es ist natürlich alles randomized, also alle möglichen. Zuerst erkläre ich dir ein paar wichtige. Nein. Ich bin ein Veteran. Ich brauche das nicht. Jo. Und ich glaube, da startet jetzt schon das Spiel. Zu den Regeln. Ja, es ist natürlich alles randomized, also es kann wirklich jedes Pokémon kann da kommen, egal was, egal wo. Und auf jeder Route darf ich ein Pokémon fangen. Und wenn ich es nicht fange, ja, dann ist Pech gewesen. Und wenn es stirbt, dann stirbt es. Ja, dann muss ich es freilassen oder einfach auf der Box deponieren. Und ja, das Mindestziel ist da jetzt in dem Durchgang, in dem Playthrough, in dem Run. Ja, egal. Das Ziel ist jedenfalls mal, die Top 4 zu besiegen. Und ja, da haben wir schon mal den Professor Eich. Ja, den kennen wir doch. Kein Problem, ich erzähle dir, oh nein. Ja, das muss man nicht erzählen, ich kenn's. Ist Meryl. Nein, Meryl ist, glaube ich, noch nicht randomized. Oh, ja. Und ich habe mich, noch zur Info, ich habe mich ganz bewusst dafür Heart Gold entschieden. Also, ich habe noch nie Heart Gold und ich habe auch nie Soul Silver gezockt. Ich habe die silbrige Edition hatte ich. No, eben, ganz alt, eben. Ich bin da mega oldschool. Oder eben, ich würde sagen, in der zweiten Generation kenne ich mich eigentlich noch recht gut aus. Ja, das würde ich schon meinen. Das habe ich eigentlich, das ist die Generation, wo ich fast am meisten gezockt habe. Obwohl, ja. Ja, Gen 1 eigentlich auch. Aber jedenfalls, ich habe noch nie Heart Gold gezockt. Ja, ich bin ein Bub, ja. Verletzt du mir auch deinen Namen? Oh, jetzt ein Name. Monarch Games hat keinen Platz. Was ist, wenn ich einfach... Warte. Ich komme zurück. B. Ich komme... Kleinbuchstaben. Jo. Oh, da muss man sich zuerst wieder ein bisschen reinfuchsen. Ich habe ewig kein Pokémon-Spiel mehr gespielt. Mundart hat genau Platz. Aber ist doch beschützen. Wisst ihr was? Ich bin der gute alte Mundi. Der Mundi. Ja, ich glaube, damit können wir uns alle identifizieren. Der Mundi. Ja, eh. Oh, du bist also Mundi. Ja, genau, der bin ich. Ja. Was soll ich noch sagen? Ja, in der zweiten Generation kenne ich mich eigentlich ziemlich gut aus. Aber ich habe noch nie eine Nuzlocke-Challenge gemacht. Und mal schauen, wie das so läuft. Also eben, wie gesagt, alle Sachen sind randomized. Keine Ahnung, was wird kommen. Und eben auch die Starter-Pokémon. Keine Ahnung, was wir unser Abenteuer da anfangen werden. Oh, und wir sind da schon im Zimmerli. Jetzt müsste da die Mutter kommen. Oh, Mutter! Ah, da bist du ja endlich, Mundi. Du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Sie war bis eben noch hier. Es sah so aus, als würde sie mit ihrem Meryl einen Wettlauf veranstalten. Ach übrigens, Professor Linda aus der Nachbarschaft hat nach dir gesagt. Ja. Er meinte aber ein Ding. Ja. Wir sind Zanni. Es wird langsam Zeit, unser Abenteuer zu beginnen. Denn ich bin recht selbstständig und ja, mit Zanni ist man ja irgendwie erwachsen und kann die Welt bereisen und ja, Trainerpass... Ah, okay, jetzt kommt... Okay, ja, das würde mir auch eine grosse Hilfe sein, weil das Spiel speichern wäre zwischendurch nicht schlecht. So, dann... ja. Was habe ich noch alles verändert? Also eben, alle Pokémon sind randomized. Oh, Meryl. Oh, haben wir da... Ist das...
werden wir die auch auf unseren Reisen öfter treffen. Ich weiss nur, dass das in der schwarzen Edition, also Gen 5, ist das ziemlich nervig gewesen. Da hast du ja zwei Kollegen, die parallel zu dir irgendwie da auch die Reise da irgendwie machen und dann triffst du sie wieder und dann wird gekämpft und sie machen immer so ein Blabla. Oh nein, ich bin ein bisschen... Oh, Mundi. Ich bin da, glaube ich, zu weit gelaufen. Und ja, die machen immer so ein Theater. Oh, ich habe so viel dazugelernt und ja, ich weiss jetzt, wie man Pokémon da irgendwie da am besten trainieren tut. Da, komm, ein Kämpfchen. Ja, das ist so kitschig und so nervig zwischendurch gewesen. Ja, ich darf da noch nicht durchgehen, weil ich noch kein Pokéball haben. Pokémon-Bell. Oh mein Gott. Ja, und das ist unser Rivale. Da. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Hey, starr mich nicht so an. Bam. Was soll das, Kollege? Ich hatte dich ja nicht wollen stören, aber er kickt mich einfach. Du bist der, der einfach irgendwie da zu irgendwelchen Feistern rein schaut. Gott für Tori. Ich glaube, nicht lange schwätzen, reinfetzen. Mich nicht zu wundern, was wir jetzt für Starter kriegen. Ah, du bist es ja, Mundi. Ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, was ich mit meinem Forschung beschäftige? Ja, Pokéball. In Pokéball. Oh Mann, ich müsste die Textgeschwindigkeit noch irgendwie auf maximal tun. Fällt mir gerade auf. Es nehme ich mir. Oh, bla bla bla. Ja. Ja, Pokédex vervollständigen und auf Reisen gehen. Ja, und dafür brauche ich ein Pokémon. Das machen wir nicht so lange. Gib mir endlich eins. Was hat er jetzt? Oh, ich habe eine E-Mail. Ah ja. Sieh mal eine an. Hör mir zu, ich habe deinen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ah, Mr. Pokémon, der... Kennen wir den irgendwoher? Nein, der aus der ersten Channel ist doch Mr. Fuji. Aber das ist eigentlich genau das gleiche Äquivalent wie Mr. Pokémon, glaube ich. Er meint, er hat einen besonders seltenen Fund gemacht. Ja, wir müssen zu seinem Haus etwas abholen. Eine typische RPG-Fetch-Quest. Geh dort hin, hol etwas. Ah ja, und es ist ein Pokémon, ich geh das abholen. Ja. Typische Fetch-Quest. Hol das, geh dort hin, hol das, bring's zurück. Ja. Du darfst dir auch eins paar. Oh, und was kriegen wir? Was kriegen wir? Oh, was kriegen wir? Bitte Bälle, um nachzusehen, welches Pokémon darin steckt. Knospi. Oh, das ist schon mal gar nicht gut. Oh, Machumai! Und Minum. Minum. Also. Ich würde sagen, die Wahl fällt da nicht so schwer. Ich nehme natürlich Fetzen Macho Mai. Oh, das ist eigentlich schon ziemlich super für den Anfang vom Game. Do you want Macho Mai, the fighting type Pokémon? Festlegen bei die Mitte des Spaß, noch wenn. Ja, der wird dich. Gib mir Macho Mai. Oh, und da läuft er nebendran hinten rein. Ja, irgendwie so. Oh, und ja, auch noch eins von der Regel. Jetzt habe ich das ein bisschen zu verenglischt. Von der Regel im Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir müssen natürlich allen unseren Pokémons einen Spitznamen geben. Wie nenne ich dich? Du bist ja irgendwie ein Schlägertyp, also ich nenne dich. Ich nenne dich, Fuscht. Wo ist das? Wo ist das T? Fuscht. Ja. Der gute alte Fuscht. Ja, das ist wundervoll. Wir nennen ihn Fuscht. Du bist du mit Fuscht? Ja. Meine gute alte Fuscht. Wir werden andere Pokémons die Fuscht spüren lassen. Was hältst du davon, mit deinem Pokémon Gassi zu gehen? Ja, das machen wir doch. Ja, und geh zum Mr. Pokémon.
Ah ja, ich will noch anmerken, heiter, kann ich's gaxen? Ich bin glaube viel zu gehypt für das Game. Oh mein Gott. Aber was ich auch noch wollte sagen ist, Gottverdammt, was habe ich jetzt wollte sagen? Genau, die Randomizer Nuzlocke Challenge, die startet erst, wenn wir unsere Pokémans haben, Pokébälle. Das Pokémon haben wir jetzt schon, aber eben, wenn wir Pokéball haben und irgendwie dann könnt go fangen gehen. Da müssen wir aber zuerst die erste Quest machen. Hier, sieh das als eine kleine Entlohnung für deine Dienste. Tränke erhalten. Ja, ein Trank ist immer nicht schlecht. Mundi verstaut Tränke in der Medizintasche. Wenn dir die Situation jetzt zu brenzlig wird, solltest du deinem Pokémon ohne zu zögern einen Trank geben. Ja, das werde ich mir merken. Warte schnell. Wie macht man das Menü auf? Aha, ja. Faust, Bericht. Was kann der gute alte Faust alles so? Angriff. Ja, er ist sicher ein physischer Type. Aber was ist da mit dem Wesen? Er ist hinterhältig. Okay. Ah ja. Hinterhältig sind wir. Fähigkeit Adrenalin. Steigert Angriff bei Statusproblem. Ich glaube nicht die schlechteste Fertigkeit. Alles klar. Supi dupi. Nochmal zurück. Genau. Und ja, da können wir eigentlich. Gottverdammt. Oh, was ich noch wollte machen, ist. Da müssen wir noch schnell das Texttempo. Machen wir auf 3. Animation 1, Kampfstil, Tausch, Ton, Stereo, Mono, Belegung normal. Rahmen. Ach, gibt's noch irgendeinen coolen Rahmen? Ich glaube, mit dem bin ich ganz zufrieden. Nehmen wir das Motiv 10. Gut. Alles klar. Dann gehen wir mal. Unsere Reise beginnt jetzt. Oh, so toll. Und noch mehr Dialog. Ja, das ist, glaube ich, in der alten Generation ein bisschen schneller gegangen. Ist ein Macho Man? Ja, voll. Bist du eifersüchtig? Du hast nur so ein geschissenes Meryl. Obwohl, ich habe eigentlich nie so etwas gegen Meryl gehabt. Also, ist einfach ein Wasser-Pikachu irgendwie. Also einfach so eine Wassermaus. Nicht wirklich Spezielles. Oh, Mondi. Ja, was willst denn du jetzt schon wieder da? Stopp, warte mal eben. Was ist denn? Ja, Digga, wo ist denn dein Pokécom? Du hast ihn doch nicht da zu Hause. Frag mal deinem. Ich muss jetzt das Handy da holen. Ja, die Generation, das ist ja eh ein Uhrensprung. Also, der Unterschied zwischen Gen 1 und Gen 2, jetzt was das Game angeht, ist schon gewaltig. Weil eben, ich habe das so cool gefunden, das ist noch zu der Zeit, bevor ich selber ein eigenes Handy hatte, hat man einfach da in dem Game ein Handy. Und ja. Der Pokécom ist von der Ding zurück, von der Reparatur. Wenn das dir mal einen ordentlichen Trainer werden soll, solltest du das haben. Ja. Ach übrigens, mit deinem Pokémon kannst du auch Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Weißt du, wie das funktioniert? Aber ich weiß es schon. Ich weiß es eigentlich nicht. Aber naja. Es ist ganz leicht, man. Du musst nur den Pokécom anwerfen und das Telefonsymbol anwerfen. Ja. Der Pokémon speichert automatisch die Namen aller Personen ab, die du anrufen kannst. Auswählen. Du musst. Ja. So. Ah nein, jetzt hat er. Da hat er schon wieder etwas gedruckt. Jo. Ich glaube. Habe ich nicht noch Zeit einstellen müssen? Oder wird das automatisch vom Game übernommen? Was ist denn los? Ich will doch endlich mal in mein Abenteuer starten. Mit meinem Crosser Macho Mai. Mann, beinahe hätte ich es vergessen. Ich wollte doch meine Telefonnummer auf den Weg. Ja, jetzt haben wir mal die erste Nummer, die vom Lindy. Ja, das ist auch eher der zerstreutere Professor, also als der Professor Eich. Jetzt nimmt sie im Mund, kann man da irgendwo. Nein, das ist nicht sie. Die Turbo-Träte habe ich noch nicht. Der Encounter zählt übrigens noch nicht, weil ich noch kein Pokéball habe, aber was gibt's denn da? Oh! Es gibt einfach fucking Regigigas da auf der ersten Route.
Boah, könnte ich den? Und er hat eine ziemlich scheiß Fähigkeit. Saumselig da. Oh, Fußkick hast du schon. Oh, ich glaube, wir machen dich so etwas von fertig. Bam! Bam! Yes! Und Regi Gigas hat eigentlich fucking viele Erfahrungspunkte gegeben. 94 noch. Oh, schön. Fust erreicht Level 6. Yeah. Oh, Fust. Oh, ich würde sagen, gerade 2 Level-Ups. Das wäre ja fantastico gewesen. Aber es gibt einfach fucking Regi Gigas da in der... im hohen Gras. Ist das irgendwie schon ein Trainer, mit dem ich kann schlägeln? Na, wie geht's deinem Pokémon-Team? Ist er schwach und nicht bereit zu kämpfen, machst du besser einen großen Bogen ums hohe Gras? Ja. Yeah. Du Schwätzkablach. Ich und Macho Mais sind super, super ausgerüstet und gerüstet für das Abenteuer. Was kommt echt jetzt? Und es ist wieder Regi Gigas, ist irgendwie da mit Taubsi irgendwie ausgewechselt worden, aber... Nein, ist easy, da kriege ich wenigstens schon mal einen fetten Erfahrungspunkt. Und eben, die Fähigkeit Saumselig, irgendwie, das sind all seine Statuswerte halbiert für die ersten 5 Runden im Kampf. Das ist eine ziemlich scheiß Fähigkeit. Also Regi Gigas ist zwar ein Legendary, aber es ist gar nicht mal so gut. Also eben, muss irgendwie gar nicht sein, dass das dann kommt. Also... Wäre geil, hätten wir noch irgendwie andere Pokémon-Encounters. Oh! Level 8 schon! Mein Gott! Fust! Du bist so ein richtiger Fetzen! Okay, ich und meine Fust gehen weiter. Und was ist mit dir, Kollege? Ich habe nur eine kurze Pause. Ja, ist ja gut. Kann ich auch... Ich muss eben einfach durch das höhere Gras die ganze Zeit. Na. Oh, und dann Aprikokobaum. Hier steht ein Aprikokobaum. Ohne einen Behälter kannst du die Aprikoko nicht... Ah, ich brauche ein Behältnis für das. Früher hat man die doch einfach in die Tasche gesteckt. Oder hat man schon immer einen Behälter dafür gebraucht? Und, wie kann ich eigentlich da den Power... kann ich da nicht schneller rennen oder so? Gibt es doch irgendwie da die Power Boots oder so? Das ist, ich weiß nicht. Ich habe ein paar Texte. Komm, folge mir. Ja. Oh, du hast noch keine Turbo treten, habe ich recht? Ja, genau, die habe ich gemeint. Ich werde also langsam für dich laufen. Ich kann nur versuchen, wenn ich nicht ganz so weit hinter mir sehe. Ja. Turbo treten brauche ich. Wenn deine Pokémon verletzt sind, ja, jetzt gibt es das ganze Tutorial. Im Pokémon Center könnt ihr euch schon vorstellen, wer Pokémon kennt. Da haben wir einen Pokémon-Markt, ja, da brauche ich Pokémon-Böllen, Tränke und so weiter und so fort. Und da geht es zu der nächsten Route. Du wirst auf vielen Trainer begegnen, auf der Suche nach Gegnern für ihre besten die auf der Suche nach Gegnern für ihre besten Pokémon sind. Wenn du ein Stück weit läufst, findest du dort außerdem noch auch das Haus von Mr. Pokémon. Ja, genau, das wird das nächste Ziel sein. Und das ist das Meer, wie du siehst. Bestimmte Pokémon halten sich ausschließlich im Wasser auf. Ja, das ist klar. Und jetzt, tja, und das hier ist mein bescheidenes Zuhause. Und als Dank dafür, dass du mich bisher begleitet hast, möchte ich dir nun ein paar Turbo-Treter schenken. Hier, nehme am besten gleich mein paar. Sie sind noch schön warm vom Trank. Alter. Nein, keine Angst, das war nur ein Witz. Hier hast du ein brandneues Paar. Ja, aber gar will er sagen. Mundi erhält Turbo-Treter. Ja, eh. Hier ein kleiner Auszug aus der Burg, also mit einem Springknopf auf dem Touchscreen bist, kannst du... Ich kann kein Touchscreen. Kannst du schneller laufen. Hier steht noch, du kannst auch spinnen, indem du den B-Knopf gedrückt hast. Ah, alles klar. Gut, ja, jetzt können wir sprinten. Wuhu! Ich gehe jetzt gleich einfach mal da ins Pokémon Center. Zum einfach der... Wirklich viel Schaden habe ich ja bis jetzt noch nicht genommen, aber damit auch Macho Mai so seine AP für die Attacken da wieder retour bekommt. Aber gut, eben viel haben wir jetzt bis jetzt eh noch nicht gemacht. So, komm bald wieder! Ja, machen wir dann irgendwann. Oh, Macho Mai, er ist so mächtig! Oh, er ist so mächtig! Ja, nein, ich hätte es wirklich schlechter treffen können.
Also eben, was war es noch? Gewesen? Knospi und... was war das dritte Viech? Knospi und das... Hey, Digga, ich habe es schon wieder vergessen. Hechel, Hechel, Keuch. Puh, Glück gehabt. Nur ein bisschen später und du wärst weg gewesen. Muss mir das die ganze Zeit jetzt da irgendwie... Wieso sieht man jetzt auf einmal jetzt irgendwie die Taste, die ich drücke? Pokémon Mundi, ich kann nur Karten anzeigen. Ah, mein Gott. Das will ich aber irgendwie nicht. Wählt sich den Touchscreen.pokecom aus. Ja. Jetzt zeigt es mir die ganze Dinge an, welchen Knopf ich da drücke. Kann man das nicht irgendwo ausschalten? Ah, okay, jetzt. Jetzt ist es wieder weg. So, es gab die erste Schwierigkeit jetzt irgendwie da schon gehabt. Irgendwie wegen des Settings. Da ist ein Item. Mundi hat Rospelbeere gefunden. Ja, Mundi verstaut Rospelbeere da. Sind da jetzt die ersten Trainerkämpfe oder was? Oh, das sind doch Torwarttreter an deinen Füßen, oder? Mit denen durch die Gegend zu sausen ist schon ein tolles Gefühl, was? Aber die Geräusche deiner Schritte können dich sehr leicht an der Trainer und wieder Pogner auf den Hals hetzen. Vorsicht also. Okay. Aber genau, ich könnte mal ein bisschen Geschwindigkeit increase. Was gibt's da drin? Jo, die meisten meiner Besucher verwechseln mich immer mit Mr. Pokémon, aber du bist extra für mich hierher gekommen, oder? Das ist wirklich sehr lieb von dir. Na gut, hier hast du ein paar Aprikokos. Die Aprikokobäume tragen einmal pro Tag Frucht und können deshalb auch täglich abgeerntet werden. Ja, das wäre eine harte Pflanze, die einmal am Tag eine Frucht macht. Aprikokos sind eine tolle Sache. Sie fungieren als Grundbaustoff für Pokémon, lassen sich für jede Menge andere Dinge benutzen. Sie können dir sehr nützlich werden. Dein Besuch freut mich so sehr, dass ich dir das hier schenken möchte. Die Aprikoko-Box. Ja, das ist doch wunderbar. Mit dieser Aprikoko-Box kannst du immer reichlich Aprikokos mit dir herumtragen. So, damit bist du jetzt auch ein waschechter Aprikenner. Ein Aprikaner. Alles klar. Ich werde da zum Mr. Pokémon. Nuzlocke hat immer noch nicht angefangen. Da. Oh, Weilmer! Was ist mit, irgendwie da ist etwas ein bisschen komisch gewesen. Da, ein Grafikpack hat es da ein bisschen gehabt. Kampf. Ja, wir machen natürlich wieder den Fußkick. Setz Fußkick ein. Das tönt auch dumm. Fuß setzt den Fußkick ein. Ja. Fuß erhält 78 Erfahrungspunkte. Oh, und das gibt ja Erfahrung. Oh, Fuß ist ein Monster. Ja. Der wird mir sehr gut die Dienste leisten. Mundi hat einen Jubelball gefunden. Was zur Hölle ist ein Jubelball? Habe ich noch nie gehört. Gut, warte mal. Tun wir nochmal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Ja. Wenn man durchs schnelle Gras rennt, dann kann man... Oh, Firnotor. Ah, das ist, glaube ich, noch ein ziemlich cooles Teil gewesen. Aber eben, wenn man durchs höhere Gras läuft mit Turbo-Treters, dann ist es wahrscheinlicher, dass irgendwelche Encounters triggert werden. Bäm, aber eben. Fuscht alles kaputt. Schön fuscht. Fuscht erreicht Level 9. Das ist doch wunderbar. Oh, schon jetzt schon auf Level 9. Das ist doch wunderbar. Ja. Sorry, Jungs und Ladies. Ladies and Gentlemen. Ich glaube, wir machen den ganzen Run nur mit dem Maschok. Macho Mai, meine ich. Gut, wenn irgendwann so Psychotypis kommen, dann bin ich schon hart angeschissen. Also mal schauen, was das zweite Pokémon wird geben. Und da, hallo du da, du musst Mundi sein. Ich bin derjenige, der Professor Lind vorhin diese E-Mail geschickt hat. Ja, und jetzt? Das ist das Objekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll. Mundi erhält ein Rätselei.
Oh, das ist das im Ei dann auch randomized? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Das Ei müsste ja eigentlich rein tun, das ist auch randomized. Sie. Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. In Jota hast du so etwas bestimmt noch nicht gesehen. Was? Ich dachte, Professor Link könnte mir vielleicht erklären, was es in aller Welt ist, damit er auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Link die Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Der Nabtra steht. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lin zurück, hab ich nicht recht? Ja, würde ich gern, wenn du mal aufhörst schwätzen, Gopfertori. Genau, heile mich. Und jetzt, was wird er jetzt noch? Eich, aha, du bist also Mundi. Mein Name ist Professor Eich, ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Mr. Pokémon, was ist das überhaupt für ein Name? Ich hörte, du erledigst etwas für Professor Lin, also habe ich gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, dass du da spazieren führst. Ja, Macho Mai, du musst es einfach, du musst Machschock und dann musst du es per Dusch entwickeln und dann hast du es eigentlich schon. Ich glaube, ich verstehe, warum es dir dieses Pokémon anvertraut hat. Das ist wie jemand aus, der sich sehr um seine Pokémon kümmert. Ja, ja, Schlägerei, lots of juice und dann eine gute Nacht und ja, jedes Pokémon fühlt sich bei mir wohl. Sieh mal her, das ist ein neues Modell des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat und legt selbstständig neue Einträge für sie an. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Ja, ist ja gut. Okay, und die nächste Schalttafel da. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige diesen Pokédex. Oh ja, es werden sehr viele verschiedene Pokémon kommen. Ich muss jetzt nach Ducati City und meine Radiosendung aufzeichnen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin nochmal über den Weg, aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen, Mundi. Mundi, Herr Professor, eins noch mal in Pokémon. Pokécom registriert. Sag mal einfach Handy auf dem Handy. Ich kann jetzt deine Handynummer. Ja, easy. Ja gut, jetzt sind wir da bei Mr. Pokémon. Und ja, wie es jetzt weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part, weil da mache ich nochmal einen Cut. Danke fürs Zuschauen und bis bald.